Ja, hallo meine lieben GeoLebenTV-Zuseher an diesem nicht so wunderbaren Morgen. Draußen regnet es, es schaut trübe aus. Aber was soll's? Habe ich endlich mal Zeit, mich auszukurieren? Ich laboriere ja die letzten Wochen schon so mit einem Virus herum, das ich schon länger einfach nicht mehr gehabt habe, bin ich so gar nicht gewohnt. Und deswegen habe ich mich auch hier wieder ein bisschen genauer beschäftigt mit der ganzen Angelegenheit. Es steckt ein Virus dahinter, und zwar von dem ganz, ganz viele Menschen betroffen sind, der latent immer irgendwo lauert und darauf wartet, bis er endlich aktiviert wird. Ja, ich habe eine zweiteilige Videoreihe diesbezüglich gemacht. Den ersten Teil gibt es heute noch um 5:30. Ja, erster Teil zu diesem Virus, und den zweiten Teil werde ich morgen so gegen 10 Uhr hochladen. Ja, heute geht es darum, wie dieser Virus entsteht, was er macht, in welchen Stadien eher gefährlich ist oder weniger, ja, und zum Teil welche Krankheiten er auslöst. Und morgen im zweiten Teil geht es dann genau um die Krankheiten, welche in Verbindung stehen könnten und was du natürlich selber selbstverantwortlich dafür tun kannst. Ja, in dem Sinne, ich freue mich auf dich heute um 5:30 und morgen dann gegen 10 zum zweiten Teil dieses Viruses, den ziemlich viele in sich tragen und der nur darauf wartet, dass er aktiviert wird. In dem Sinne alles, alles Liebe. Wir sehen uns heute und morgen. Baba, ciao, tschüss, euer Gio.